Herzlich willkommen zurück bei Mel B. Channeling. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du neu hier dabei bist, sei ebenfalls herzlich willkommen. Vor ein paar Monaten, irgendwann im Januar, habe ich 2 Videos über den Zustand der Leere gemacht und wie sich dieser Zustand äußert. Heute gehe ich noch tiefer auf diesen Zustand der Leere ein. Dieser Zustand, also The Void, ist ebenfalls ein Teil der Dualseelenreise bzw. der Twin Flame Journey. Wenn du die ersten beiden Teile verpasst hast, empfehle ich dir, diese zuerst anzuschauen, damit du weißt, wovon ich hier spreche und dann hier wieder bei diesem Video anknüpfen kannst. Also in diesem Zustand der Leere hören die Zeichen und Synchronizitäten auf, die dich im Laufe deiner ganzen Reise bisher begleitet haben und auch die Kommunikation mit deinen Spirit Guides, also deinen Geistführern, die hört auf. Und es können dann wieder Fragen aus dem Verstand auftauchen und hochkommen, ob du dir das alles eben nur, was du bisher erfahren hast, vielleicht doch nur eingebildet hast, ob das alles nur ein Traum gewesen ist. Und um dich hier an dieser Stelle jetzt abzuholen, ist es ganz normal und jede Dualseele bzw. jeder Twin, also jeder Zwilling, wird durch diese Phase hindurchgehen. Und du wechselst in dieser Phase von dem alten Verstandes, also ego-basierten Leben, also der Art, wie du bisher gelebt hast, eben von diesem dichten und niedrigen körperbasierten Bewusstsein auf die höhere Bewusstseinsebene. Du shiftest sozusagen in das allumfassende, multidimensionale Wesen, das du bist, also in deine Seele. Es ist sozusagen ein Frequenzwechsel. Du wechselst in eine höhere Frequenz. Und während dieser Phase kommt ein Punkt, an dem du dann einen neutralen Zustand erreichst. Du fühlst dich vielleicht ein bisschen so wie in, ich sag mal, Watte gepackt und du weißt, dass du auf oder in dieser Welt bist, aber eben nicht von dieser Welt. Es ist ein sehr seltsames Gefühl, das auch nicht wirklich erklärt werden kann. Also du musst es fühlen oder du wirst es erfahren und vielleicht wirst du dich fragen, was du in dieser Phase tun kannst. Und da ist es sehr hilfreich, raus in die Natur zu gehen, Spaziergänge zu machen, zu meditieren, um dich wieder mit deiner Seele oder auf Seelenebene zu verbinden. In dieser Phase der Leere neutralisiert sich das gemeinsame Energiefeld von dir und deinem Twin Flame. Es ist sozusagen der energetische Ausgleich zwischen euch. Das gemeinsame Ausbalancieren. Es ist das Ausbalancieren oder der Ausgleich dieses gemeinsamen energetischen Feldes, das sich gebildet hat oder das da ist seit eurer Begegnung. Und wenn du noch in dieser nachjagenden Energie bist, dann drückst du den anderen energetisch von dir. Push, pull, chasing, running, ja. Du erinnerst dich vielleicht an einige Videos, in denen ich darüber gesprochen habe. In diesem Zustand ist es nicht möglich, den anderen anzuziehen. Vor allem, wenn du noch versuchst, den anderen anzuziehen. Du musst alle Energie zu dir zurückbringen. Ihr seid eins, eine Seele. Solange du in diesem Trennungsbewusstsein bist, weil du
fixiert bist auf den anderen Körper oder in Kategorien denkst wie Loslasser und Gefühlsklärer, Runner und Chaser. Solange du noch nach Antworten suchst, ist das Chasen, Jagen, Hinterherlaufen. Solange du von einem Dualseelenkanal zum nächsten klickst oder dir Tarotkarten-Readings anschaust, solange du auf der Suche nach Antworten bist, um vielleicht etwas anderes zu hören, dann ist das ebenfalls Chasen und Jagen. Wenn du Hilfe und Unterstützung benötigst, empfehle ich dir nach wie vor die Masterclass, die Schlüssel zur Union. Dort findest du alles, um auf deiner Twin Flame Journey wirklich voranzukommen, sowie weitere Ressourcen, die auf deiner Journey hilfreich sind, die dich weiterbringen, auch kostenlose Ressourcen, findest du auf meiner Webseite für dich. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag bei allem, was du machst, und bis bald. Deine Mel. Tschüss.